Alex, kann ich noch mal ganz kurz, ich brauche noch mal ganz kurz die Reihenfolge. Also, pass auf. Nochmal. Du machst das jetzt so. Ganz gut. Du machst das super. Ja. Also, Zitronensaft, du richtest, wiegst dir alles ab. Ja. Zitronensaft mit Zucker. Aufkochen, die Butter dazu einrühren, dann ein bisschen von der Flamme wegstellen, die Eier mixen mit einem Stabmixer und dann in die Masse rein und rühren. Okay. Mit und nicht zu viel Hitze, zur Rose abziehen, weg und durch Sieb. Yes. Also, die Eier sind das Letzte, was dazukommt. Jawohl, perfekt, super. Perfekt. Ich mache heute eine Tarte Zitronen, ein wenig dekonstruiert, mit einem salzigen Shortbread Crumble, einem Knusperring, einem Limetten-Basilikum-Creme, dann einem Eischnee, quasi so eine Art Baiser. Und dazu gibt es noch ein paar Himbeeren. Glaubst du, kriegen wir es hin, dass wir quasi so eine kleine Tarte, dass wir noch so einen Teig machen? Ich würde auf Strudelteig gehen. Ich glaube, das... Also nicht selber einen Teig machen. Oder was? Der Teig ist halt nicht Tarte Citron. Ja, mach mal das. Ja. Aber was machst du jetzt mit dem Basilikum? Ich schneide den nur gleich klein ein bisschen. Nein, warum denn jetzt? Du musst doch zuerst den Ansatz machen. Bei dem Löffel müssen wir jetzt am Anfang Gas geben. Ich habe ja schon wieder gesehen, wie der Tobi angefangen hat, Basilikum zu schneiden. Du schneidest das, was du als Letztes brauchst, als Erstes. Man ist ja in einem Lernprozess, ja. Also pass auf, für die Knucklehead jetzt... Ja. Eiklar Zucker aufschlagen, also Eiklar anschlagen, dann und ein Zucker bisschen dazu. Stärke reingeben. Wie viel? Auf drei Eiklar? Maximal einen halben Teelöffel, ganz vorsichtig mit dem Sieb, weil dann bleibt er uns schöner stehen. Okay. Dann machen wir mal eine Probe. Ja. Und wo buschierst du es? Im Wasser. Ich würde es entweder in einem Rumwasser oder in einer Rummilch, weil die natürlich viel mehr Geschmack hat als ein normales Wasser. Ich koche heute Eischneenackerl mit einer Vanillecreme, einem Himbeerkuli, karamellisierte Pinienkerne und ein Knusperröllchen. Ein Himbeerkuli ist eigentlich nur ein Himbeerspiegel. Also es werden eigentlich nur Himbeeren gekocht, ein bisschen gesüßt, gesäuert und dann durch ein Sieb, damit die Kerne eben rauspassiert werden. Ich mache was ganz anderes, was man, glaube ich, bei der Thematik vermutet. Es gibt nämlich einen konfierten Seeteufel mit einem süßen Mango-Papaya-Chutney. Dazu gibt es einen Erbsenschaum, ein kleines Maispüree. Wir probieren es einfach mal. Ja, no risk, no fun. Wenn ich jetzt gehen muss, dann bin ich aber super stolz auf mich, dass ich mich was getraut habe und dass ich hier... Du willst zum Frank. Ich will zum Frank. Der hat ja am Anfang auch für mich gebuzzert, ne? Die Soße sofort gleich ansetzen, ne? Mhm. Weißwein, Wermut. Naja, die Frage ist, wie viele Soßen wollen wir noch machen, Frank? Der Sauerampfer ist ja auch schon sauer, die Altsoße. Ich hätte die Sauerampfer einfach drumherum gemacht. Die Kartoffelschaum, Sauerampfer drumherum, grün, Fisch oben drauf. Ja, also keine Soße mehr? Ja, ich würde jetzt keine Weißweinsoße mehr machen, meine ich. Ja, Frank hat halt sehr viele Vorschläge reingebracht, was man machen kann und wollte dann eine Weißweinsoße haben und noch eine Soße und noch eine Soße und irgendwo hat man halt nur diesen Löffel und auch nur 60 Minuten Zeit. Von daher kann man nicht alles umsetzen und ist auch nicht notwendig. Dann mach mal einen Tropfen Weißwein in dein Kartoffelwasser mit rein, bitte, ja? Gerne. Also bis jetzt fühle ich mich mit Philipps Idee noch nicht so wohl. Was soll ich jetzt machen? Ich kann ihm nicht in den Arsch und Kragen packen und sagen, du machst was anderes. Weißt du, was ich gerade überlegt habe? Guck mal, ich mache ja die Croutons, ne? Mit brauner Butter, ne? Wollen wir da vielleicht einfach ein bisschen Lakritz reinholen? Wie auch immer. Ja. Es muss schön sein. Also ich möchte auf jeden Fall jetzt hier kämpfen. Ich möchte jetzt hier Gas geben. Und lass mich jetzt mit diesem Thema nicht abspeisen. Ist das schwierigste Thema von allen? Aber das hilft ja nicht. Wir müssen ja ran. Und wir machen ein größeres Stück und dann schneiden wir uns das nachher zurecht, ne? Steinbutt ist ein Plattfisch, hat vier Filets, also nicht wie ein Lachs oder zwei Filets, sondern halt vier. Und dann nur die Mitte auch nehmen und so, weißt du, jetzt schon mal so zurechtschneiden, dass die Spitzen und die Seiten weg sind. Ja, ich habe ein Steinbutt filetiert, portioniert in kleine Stücken und dann in einem Fond, also in einem Gemisch aus Fischfond, Krustentierfond, Gewürzen ganz leicht pochiert. Die Salicornes, einfach nur durch Butter schwenken oder auch einfach nur in unseren Fischfond rein, weißt du? Oder wie siehst du das? Ja, können wir auch sowieso roh aufmachen eigentlich fast, oder? Salicorn als Produkt sind so kleine grüne Pflanzenspitzen sozusagen, schmecken salzig, sind ein bisschen knackig. Braune Butter und dann die Haut gleich noch machen, dass wir einen Crunch haben. Mhm. Cool. Und dann fühle ich mich wohl. Und dann lasse ich dich jetzt in Ruhe. Sehr gut, machen wir. Ja, Hühnerhautchip ist halt so wie Bacon, einer von Franks Evergreens. Umami ist ganz wichtig, das wollte der Gastjuror auch und das wollte ich mit der Hühnerhaut auf jeden Fall beweisen. Ob wir die nehmen oder nicht, das ist jetzt erstmal zweitrangig, wir produzieren sie erstmal.
Wie willst du nachher die Wachteleier pochieren? Folie? Im Topf. Und ja, dann wirklich ganz klassisch. Folie? Ja. Also Tasse, ja. Folie, Öl rein. Also Folie einmal einölen, ja. In die Tasse rein, mhm. Wachtelei rein, zudrehen, reingeben, auspacken. Okay. Normalerweise pochiert man in Wasser mit ein bisschen Essig drin. Dadurch, ja, löst sich das Eidotter nicht auf und man kriegt halt ein schönes, kompaktes Ei hin ohne Schale. Tim meinte aber, es wäre wesentlich besser, wenn ich das Wachtelei in Folie packe, mit ein bisschen Öl drin und dann wirklich kontrolliert das stocken lasse. Was auch eine super Idee ist, hätte ich eine Klammer gehabt. Ich mache jetzt mein Estragonöl. Das mache ich im Mörser, damit das erlaubt, dass ich da, ich brauche ja nicht so viel, ich brauche nur eine kleine Menge. Und im Mörser kann ich einfach mit der manuellen Reibung quasi Geschmack und Farbe daraus feuern. Und das auch in einer kleinen Menge sehr, sehr schön und sehr, sehr intensiv machen. Ja? Stell mal eine Pfanne auf. Einfach nur eine kleine Pfanne nebenbei. Mhm. Du röstest ganz schnell ein paar Anissamen, packst die auch in ein weißes Gefäß und stellst es dabei. Das wird der. Es wird der Löffel der 1000 Komponenten. Beim heutigen Thema war es so, dass ich tatsächlich auch dachte, dass mir meine kleinteilige Mehr-ist-mehr-Arbeitsweise da vielleicht sogar helfen kann, weil es eigentlich auch dieser verspielte Stil ist, den Daniel Gottschlich in seinem Restaurant auch vorlebt. Ich habe mit Alexander besprochen, dass ich so kleine Filu-Mützen mache. Da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen, wie ich die am besten rolle, dass die auch spitz werden. Mein Gedanke war, ich drehe mir kleine Schultütchen aus Backpapier. Was machst du da? Und dann wollte ich den Filo-Teig wie so eine kleine Spirale um diese Tüte wickeln und dann ausbacken. Und dann hätte ich so kleine Spiral-Filo-Tütchen gehabt. Hier kommt der Teig rum. Schwitzen? Quatsch. Oder soll ich so machen? Quatsch. Herr Herrmann hat aber gedacht, brauchen wir nicht. Weg damit, wir machen das anders. Also habe ich es anders gemacht. Also wenn wir es so aufrollen, schau, dann schneiden wir hier ab. Dann haben wir welche, die so draufgehen, weißt du? Diskutieren bringt da ja nun mal gar nichts. Bin ja auch offen für neue Ideen auf jeden Fall. Schau mal her, Victoria. Ja? Das Panko-Chili haben wir schon. Das Kalbsröllchen streiche ich durch, weil das geht schon Richtung Anrichten. Dein Victoria-Sud läuft. Dann machst du unten drunter ein Mango-Ingwer-Tatar. Okay. Für unten drunter. Mhm. Sesamchip, Apfeltaler. Den und auch noch? Ja, den braucht man. Oh, dann ja, hätte ich damit anfangen easy. Sollen. Hol dir schnell. Du brauchst das, holst du jetzt. Du holst jetzt Eiweiß und Sesam. Das dauert genau 60 Sekunden, dann ist das fertig. So, du musst nichts kochen bei meinem Rezept. Keine Butter? Nein. Nee, will ich nicht hören. Mach es so, wie ich es sage. Salz rein. Noch eine. Noch eine. Danke. Schau mich schlagen. Hat er auch recht. Wäre wahrscheinlich, war auch 10-mal schneller, effektiver. Ne, manchmal einfach zuhören, machen, fertig. Was ist mit dem ersten Ei? Das habe ich im Eisbad. Ja, schön. Du musst mit der Länge aufpassen, ne? Ja. Das hast du, also es ist ein bisschen auseinandergegangen, deswegen. Ist wunderschön. Und aber es ist lang. Zu lange pochiert, ja. Ne? Okay. Christian Kross für eine preußische Oma. Hast du das richtig gut, glaube ich. Danke. Na, die Oma hat jetzt gerade leider das Wachtelei ein bisschen zu lange gegart. Hübsch ist es geworden, aber zu lange. Ja, beim nächsten Mal wird es besser. Also dieser Löffel steht und fällt wirklich mit der Cremigkeit des Eis. Also es ist extrem wichtig, darauf zu achten, dass das Eigelb flüssig bleibt. Das kann man ganz gut kontrollieren, wenn man das Ei öfter anfasst. Ich würde die Speckstippe jetzt aber so langsam mal, die muss ja auch noch auskochen, ne? Du musst das Mehl einsieben jetzt. Ja. Kannst du mal ganz kurz mit der Pfanne herkommen? Ich will einmal kurz probieren. Mhm. Ja, du hast halt viel zu wenig. Viel zu wenig. Also es schmeckt super. Nein, aber es ist mengentechnisch auch, das ist ja fast nichts. Ja. Mut und Menge, das ist das, was er jetzt braucht. Er muss einfach mehr machen. Der kam mit der Pfanne an, wo er die Speckstippe drin gekocht hat. Die hat
exzellentest geschmeckt. Aber das war ein kleines Löffelchen voll. Und ich möchte ihn eigentlich auch nur motivieren, einfach mehr von sich zu geben. Da merke ich halt diesen brutalen Unterschied zu Yari, der viel zu viel redet, alles aus sich raussprudelt. Aber dadurch haben wir eine Kommunikation. Das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Da geht's zack, 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 zack hin und her. Und dann siehst du auch, der Output ist groß. Bei Christian ist der Output sehr, sehr klein. Da kommt sehr wenig in jeder Form. Und das ist irgendwie schade, weil ich mag ihn echt gerne. Und er kocht vor allen Dingen auch hervorragend. Es muss glatt sein. Es gibt keine Alternative. Ja. Wenn es nicht glatt ist, können wir es nicht nehmen. Das Püree ist eine ganz entscheidende Komponente heute auf dem Löffel, weil es einfach nachhaltig die Cremigkeit in den Schmelz transportieren muss und die Aromen dann miteinander verbindet. Dafür haben wir Brokkoli und Blumenkohl mit Gemüsefond und Butter sehr, sehr lange gekocht, sodass es wirklich komplett zerfällt in die Einzelteile und dann sehr, sehr lange gemixt. Super gemacht, sensationell. Sensationell, vor allen Dingen ganz, ganz platt. Ist natürlich schön, wenn er meine Arbeitsweise oder meine Arbeitsschritte lobt, weil das natürlich auch Rückendeckung gibt. Okay, jetzt? Mehl ist drin, ich find's. Mehl ist schon drin? Ja. Bisschen mehr. Mehr? Mut und Menge. Weißweinbalsam, also das ist das Einzige, was ich finde. Ist schon gut, ist lecker. Ist genau so. Und da muss man aber jetzt aufpassen. Wie viel? Mach mal so. Yes. Also beim Baiser ist es ganz wichtig, dass das Eiweiß aufgeschlagen wird, beziehungsweise angeschlagen wird, dann nach und nach den Zucker, nicht gleich am Anfang dazugeben, und dann schlägt man das nach und nach auf. Und zum Schluss gibt man ein bisschen Säure dazu, wir haben Essig dazu gegeben, damit das nicht nur süß ist, und gesiebte Stärke. Und diese gesiebte Stärke geben diesem Eischnee dann diesen wunderschönen Stand. Sehr lecker. Vom Essig auch perfekt. Ja. Das war die Geheimzutat, der Balsamico-Essig. Ja, hat es wirklich rausgerissen. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber das ist spitze. Schau dir mal an. Es steht wie eine Eins. Ja. Ich würde das noch. Schau mal. Hammer. Ein perfekter Eischnee. Jetzt machst du Crumble-Strudelteig und. Ja. Was ist das? Ah, es passt. Ja? Gut, dass ich es raushole. Aber es ist nicht verbrannt. Es ist nicht verbrannt. Das ist noch verwertbar. Irgendwas riecht verbrannt? Ja, das haben wir schon. Ah, okay. Darf ich gerade mal was probieren lassen? Ich mach den nachher in Wiesen Espuma. Sensationelle Erbsencreme. Ganz stark. Daniel hat eine Entwicklung hingelegt. Ich meine, wir hätten ihn ja fast nicht bei uns gehabt. Und jetzt ist er ein Rising Star im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss auch wirklich sagen, er braucht das wenigste Coaching von mir. Dann tust du jetzt Folgendes: Avocado Chili Püree machst du, rote Zwiebeln pickeln. Wird gemacht. Wie soll ich die pickeln, Alexander? Ich hab dich vorhin gefragt, wie du das machst, und du hast gesagt, pickeln, Zwiebelpickeln, kein Problem, Zwiebelpickeln. Das hab ich nicht gesagt. Ach so, hast du nicht. Also, Wasser aufkochen, etwas Salz, etwas Zucker, etwas Essig, so dass es schön so schmeckt, wie du es vorstellst. Wird gemacht. Dann das quasi reingeben, auf die Seite stellen, ziehen lassen, auf geht's. Wird gemacht. Victoria. Ja, bitte. Was machst du denn genau? Was? Das ist das Allerletzte, was wir machen. Okay. Das hab ich habe gesagt, das machen wir jetzt nicht, weil das machen wir am Schluss. Ja. Das läuft uns an, das geht in die Hose, das ist beim Anrichten. Das können wir sogar auf die letzten 7 Minuten noch machen. Das ist ja alles fertig. Das ist eine Übersprungshandlung. Sie überlegt jetzt, was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich mache. Ich mache jetzt einfach mal das. Jetzt putzt du einmal drüber und machst bitte schön Mango mit etwas Limone, dass wir noch ein wenig Frische haben, und Ingwer. So wie du es immer kannst und perfekt abschmeckst, okay? Ich dachte, ich mache was Richtiges, und er guckt dann einfach nur an und denkt, wieso denkt sie nie mit? So, nicht kochen, aufkochen und dann rein. Reingeben. Jetzt ist zu spät. Okay. Essig rein. Ist schon Essig drin. Probier's mal. Ja, passt. Ja, gut. Was er sagt, wird gemacht. Das ist einfach so. Braune Butter, denkst du dran, ja? Hab ich schon. Gut. Ja, ich bereite den Kartoffelschaum vor. Also ich gepresste Kartoffeln mit Sahne, Butter, durchgepresst, langsam verrührt. Und das kommt dann in eine Espuma-Flasche und dann wird dann Kartoffelschaum. Also die fluffige Komponente. Die Masse ist gut. Wir halten das etwas salzig neutral. Wir werden durch Kaviar und durch Lakritz die Salzigkeit kriegen. Dann haben wir ja noch die Haut. Und das ist ganz clever. Ja, gut, reicht. Oh.
Bingo. Philipp. Bitte. Das macht Peng und Puff im Mund. Peng und Puff, hört sich gut an, ja. So langsam kam ich dann der Idee von Philipp ein bisschen näher und hab dann gesagt, so scheiß drauf, jetzt müssen wir es einfach zu Ende bringen. Ne? Das ist ein Bingo, der große Preis, die anderen kochen ja nur. Scheiße, der ist schon aufgeflockt. Nee, ja, geht. Ja, das ist ein Eierspeis, viel zu heiß geworden. Also das Problem bei der Vanillecreme war einfach, dass es zu heiß wurde. Und dadurch hat das Ei einfach gestockt. Nicht die Nerven wegwerfen. Ja. Die Vanillesoße kriegen wir auch gepusht schnell hin. Okay. Die Alternative ist, indem man einfach nur die Milch aufkocht mit der Vanille, alle Aromate reingibt und das Ganze mit Maisstärke abzieht. Dann hat man schon mal die Konsistenz. Dann zieht man das von der Hitze weg und gibt eben ein bisschen Eigelbe rein, damit es die schöne Farbe hat. Das ist jetzt der wichtigste Moment bei dir, dass ja. wir... So, und wenn du sagst, es wird dicker, dann ziehst du es weg, ja. einmal durch Sieb. Und in den Spritzbeutel oder sowas. Machst das großartig. Tobi, ganz, ganz toll. Danke. Alex ist ein unfassbar guter und cooler Coach, der einem wirklich guten Input gibt, der trotzdem auch will, dass man seine Sachen einbringt und seinen Plan auch hat. Da kannst du jetzt da auch einen Basilikumstängel rein, wenn du das machen willst, oder das Frische dann? Ich würde es frischen. Der weiß genau, wann er was sagen muss, um einen wieder einzulenken oder auch mal zu loben. Jetzt sieht es eigentlich schon recht gut aus. Ja, das schaut schon gut. Noch ein Ticken? Super, super, super. Warte mal, warte. Geschmacklich ist es pervers ja. geil. Das ist ideal. Yes. Die Zitronencreme vom Tobi kann man fast nicht besser machen, muss ich wirklich sagen. Jetzt gehen wir her. Hier nehmen wir es hier schön. Das ist nämlich gut, wenn das so schön in der Butter drin liegt, dann hat sich das schön vollgesaugt. Alexander kam mit der Idee, dieses Carpaccio zu machen, was ich super fand, weil es ist immer wichtig bei einem Gastjuror, dass er sieht, was er schmecken soll, aber auch, dass es einen kleinen Überraschungsmoment gibt. Achtung. Wie schön sich das Knuspern verkaut hat, wie ein Carpaccio, was immer wieder so knuspert. Schieß los, was sind deine Gedanken? Also ich habe keine Schärfe. Der Sud, da muss noch ein bisschen Chili rein. Den schmeckst du so ab, wie du ihn möchtest. Okay. Und das mussten wir jetzt justieren, weil jetzt gehen wir schon jetzt, beginnen wir in diese Finalisierung. Du kannst gern was von der Sriracha-Soße reintun. Lass uns jetzt die Zeit nicht verlieren. Wir müssen schauen, dass wir in den nächsten 8... Was machst du denn jetzt? Ich guck nur. Die ist zu intensiv, das ist, weil da noch so ganz viel Knoblauch und so ein Kram dran ist. Dann mach's nicht. Aber dann hör nie wieder auf mich. Kleines Ultimatum von Alexander. Wenn man nicht macht, was er sagt, soll ich halt aber nie wieder auf ihn hören. Dann machen wir halt, was er sagt. Wenn du das jetzt so reingibst, dann kannst du tröpfchenweise abschmecken. Keiner wird sagen, das ist nicht mit Chili, sondern mit der Sriracha-Soße abgeschmeckt. Das weiß kein Mensch. Okay. Christian, ich brauche einmal von dir alles auf einem Löffel. Jawohl. Das möchte ich probieren, bevor ich mich entscheide, ob ich deinen Löffel schicken würde oder nicht. Ja. Bei Christian habe ich wieder nicht genug probiert. Und ich wusste, ich muss den Löffel einmal im Ganzen essen, damit ich ihn auch wirklich nehmen kann, weil ich brauche die Proportion. Schau mal, wir können die fast noch ein bisschen weiter garen. Ja. Geh nochmal 30 Sekunden rein, gell? Wenn sie etwas zu kurz gegart ist, ist sie eher schleimig als cremig. Wenn sie etwas zu lang gegart ist, wird sie zu fest. Das heißt, man muss genau den Punkt bekommen, dass sie eben diesen wachsweichen, cremigen Schmelz bekommt. Okay, können wir den Löffel mal eben machen? Ich will einmal safe sein, ja? Ja. Hier. Soll ich was machen? Ja, wir richten jetzt an. Philipp war cool drauf und eigentlich waren wir uns sicher, dass das ein extrem guter Löffel wird. Sehr gut. Also auf jeden Fall fluffig. Also mit dem Lakritz und so ist schon geil. Ist gut, ne? Ja. Die Idee mit dem Lakritz fand ich erst ein bisschen abwegig. Wir haben es dann aber probiert und die Idee war wirklich nicht schlecht. Kaviar mit dem Lakritz ging wirklich gut zusammen und war eine gute Idee. Ja, es geht um den Halbfinaleinzug und wir stehen ganz gut da heute. Am Anfang war es ein bisschen stressig, jetzt ist die Laune ein bisschen besser. Ich schicke übrigens den Philipp. Danke, Frank. nehmen Sie so, ja, oder muss halt reinpassen, ne? Okay, mehr geht nicht auf den Löffel.
Können wir jetzt einmal probieren? Stell ab. Hast du noch, kriegst du noch einen hin? Ja. Ich habe auch noch mit einem perfekten Eigelb. Sehr, sehr viel Ei. Mehr Gurken. Oben nochmal dann auch Gurken drauf. Genauso anrichten, nochmal Gurken oben drauf. Ja. Und mach's bitte fertig, damit wir auf jeden Fall die Option haben. Jawohl. Puh. Ich werde jetzt alles geben, nochmal richtig schön anzurichten. Und dann gucken wir mal. Soll ich einen probieren? Willst du selber einen probieren? Ich habe zwei gemacht. Mir mal? Bitte schön. Sau schön. Mach mehr. Geh ans Limit mit dem Fond. Okay. Vollfüllen. Okay. Ich finde meinen Löffel auf jeden Fall kreativ. Herr Alex hat eine super Idee gehabt. Wir haben uns super abgestimmt. Das lief alles gut. Aber ich glaube, es ist Vickys Löffel heute. Ich wünsche mir einfach in solchen Momenten, dass das ein guter Löffel wird. Nicht nur für Vicky, sondern auch für das Team Gelb. Komm, wir müssen jetzt Gas geben. Und den Crumble noch. Ja, der Crumble steht vorne, warte. Ah, die Ringe. Perfekt, danke. Oh. Danke. Oh. Anrichten, ne? Also wunderschön. Aber es ist sehr süß. Es ist halt ein Dessert mit Fisch. Ich weiß für mich persönlich, dass ich einfach meiner Linie treu geblieben bin und dass mein Löffel lecker war. Kannst du mir einen Gefallen machen? Du kannst bitte noch Blüten holen. Als Alexander und ich den Löffel angerichtet haben und er wollte, dass ich Blüten hole, um den Löffel zu verschönern, habe ich mir richtig angefangen, Sorgen zu machen, weil Alexander hasst Blüten. Welches Blütenblatt hättest du gern von der Farbe? Nimm Lila. Lila? Nee. Welche Farbe willst du? Eigentlich wusste er schon, welche Farbe er will. Er fragt mich trotzdem so. Okay, wir nehmen jetzt das, ja? Dann die Haut. Und du musst beide machen, ja? Mhm. Weil einen isst du gleich noch. Einen probierst du gleich noch. Jawohl. Und die Gurken sind super. Wir werden deinen Löffel aber nicht nehmen. Okay. Tut mir leid. Kein Problem. Mal knapp, aber das Ei ist zu mächtig cremig. Klar ist man dann enttäuscht. Man hat 60 Minuten Vollgas gegeben. Man hatte eine gute Idee. Jetzt würde ich halt wirklich noch mal einfach Säure draufgeben. Ja, überall, wo du kannst. Nicht zu viel. Zitter ich. Leg's einfach so drauf. Wir haben doch gesagt, zuerst flammen. Tobi, zuerst. Ja, aber es schaut gut aus. So, ist den. Warte. Bisschen Brühe, schnell! 3 Sekunden! Ist denn hier? Gerne. Warte. Es war super stressig, erstmal irgendwie reinzukommen und dann sich auf die richtigen Sachen wirklich zu setzen. Aber am Ende war der Löffel wirklich sehr, sehr gut, hat sehr gut geschmeckt. Toi. Ich bin sehr happy. Coolstes Coaching bis jetzt mit Alex. Ja, wirklich sehr happy. Dominik, der einzige Mensch, der besser aussieht als mein Löffel. Dominik, gerade machen? Das ist nicht gerade. Es war heute die Entscheidung zwischen Herz oder Hirn. Und ich habe mich für Hirn entschieden. Alles in allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht, weil es einfach eine Küche ist, die mir sehr, sehr gut gefällt. Okay, das können wir in diesem Team problemlos. Es schmeckt sensationell. Sehr gut, Schatz. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Ist das für dich, Schatz?
Cedric Herzkabaster. Ja, ich bin hin und her gerissen. Ich freue mich sehr, dass mein Löffel geschickt wird, natürlich. Ich freue mich, dass Alexander Vertrauen in den Löffel hat, dass er sagt, er ist gut genug, dass wir den schicken. Man ist aber trotzdem immer skeptisch. Man hat immer so ein bisschen Respekt jetzt vor, was als nächstes kommt.